Das Wetter hat sich eigentlich ganz gut entwickelt. Es war natürlich jetzt über einige Tage sehr viel Schneefall und Unmengen ist gekommen und OK haben sich natürlich sehr bemüht, das Ganze rauszuschieben von der Rennstrecken und dann wieder runterkommen auf diese harte Grundpräparierung, was sie Anfang Mitte Dezember gehabt haben. Und das haben sie sehr gut gemacht. Jetzt haben sie auch vor 2 Tagen zusätzlich mit Wasser gearbeitet und ich denke, die Piste ist jetzt in einer sehr, sehr guten Verfassung. Und jetzt gerade haben wir auch keinen Schneefall mehr und von dem her steht nichts im Wege für eine super Rennen heute. Das heißt, Sie sind zuversichtlich für einen super Night Slalom. Absolut, ich denke, es wird eine sehr spannende Nacht und ich glaube, alle sind sowieso sehr motiviert. Es ist ja kein Geheimnis, dass Flachau das höchste Preisgeld bietet. Und von dem her ist es natürlich sehr interessant, hier eine sehr, sehr gute Ergebnis zu fahren. Ja, ich bin der Lackner Johannes, ich bin Löschzugskommandant von Rettdorf und wir schauen heute halt da eigentlich den ganzen Tag, dass die Parkplätze nicht besetzt sind, bis die Teams aufkommen, weil sonst die keinen Platz mehr haben. Und das ist ein bisschen eine Schwerstarbeit, sage ich mal, die ersten paar Stunden, weil es keiner wahrhaben will, dass sie da nicht parken dürfen. Aber ja, man muss sich halt dann darauf hinweisen und es gibt Spielregeln und die sind zum Einhalten darauf. Und ja, so lässt sich das ganz gut machen, aber es gibt auch ab und zu ein paar schwierige Typen und müssen mal ein bisschen schärfer werden. Hilft nicht. Es ist halt ein Highlight da zum Rutschen und es macht auch Gaudi. Und ihr seid privat auch im Rennsport? Ja, also wir fahren im Bezirkscup für den USK Mur und das macht uns auch Spaß. Ja, also wie lange fahren wir schon? Ja, seit ich fahre zum Beispiel seit ich 5 Jahren bin und bin jetzt noch immer dabei und es ist immer eine riesen Gaudi mit den Freunden beieinander sein und der Highlight und der Kampf zwischen den Freunden. Und glaubt ihr, dass ihr hier auch einmal eine Weltcup-Abfahrt fahren werdet? Wir versuchen das Beste, aber die Chancen stehen eher schon ein bisschen schlechter, weil da ist mein Kader reingekommen, hätten wir ein bisschen jünger anfangen müssen. Ja, es war schon eine Gaudi, wenn man jetzt da in so ein Weltcup-Stricken anfangen daten, dass auch dann die Fans hätten, aber es ist einfach im Lungau halt auch einfach zu wenig Chancen, dass auch da reinkommt.